Matata Muchachos, da sind wieder Ark Survival Evolved zusammen mit dem Deko. Hola, 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 hola. Hola, 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 bonsoir, Muchachos. Auf geht's, Zocko, Moko, Arko, Marco. So, nochmal ein bisschen hier die Ark-Eier raushängen lassen mit unseren Quasseln. Mit denen haben wir diese Folge aber nicht viel vor, beziehungsweise ich nicht, sondern das macht der liebe Deko. Wir steigen mal wieder ab. Genau. Denn ihr habt ja in der letzten Folge gesehen... Oh, erstmal ein geiles T-Rex-Ei. Wir wollen den Fahrstuhl bis in den Himmel knallen. Und da unsere Ressourcen langsam knapp werden, haben wir uns gesagt, der Deko geht heute mal ein bisschen Obsidian farmen. Ich farm ein bisschen Cementing Paste, denn ihr wart wieder so geil und habt in die Kommentare geschrieben, wie man denn ganz einfach Cementing Paste basteln kann. Nicht mit diesem Mortar und Pestle-Chit, sondern einfach... Ich hab's noch nicht getestet, ich hoffe, ihr trollt mich nicht. Sondern einfach mit diesem Freshen Frosh. Mit dem cruisen wir jetzt los. Beweg dich. Alter. Alter. Das ist natürlich ein cooleres Level. Mit dem Freshen Frosh müssen wir Insekten essen. Wir werden das Ganze mal testen. Und dann versuchen wir natürlich, den Fahrstuhl in dieser Folge auch noch ein bisschen höher zu knallen. Deko, wenn du Fleisch brauchst, ist im Grill. Wo gibt's eigentlich Obsidian? Obsidian gibt's auf den Bergen, das sind diese schwarzen Steine. Schwarz? Was für schwarze Steine? GG. Davor habe ich immer nämlich Obsidian gefarmt und der Deko nicht. So, wir cruisen los. Boom! Das ist, by the way, der Frosch, den ich beim Froschrennen gewonnen habe. Freshes Ding. Deko hatte auch mal einen, aber der ist irgendwie lost. Der ist echt... Es war, glaube ich, in der einen Folge, wo auch unsere Zucht-Dilos gekillt wurden. Es wurden ziemlich viele Dilos. Und wo der Bronto gekillt wurde. Aber, Muchachos, letzte Folge den geilen Quasal bekommen. Deswegen die Liste, die wir abzuhaken haben, was Dinos anbetrifft. Die ganzen geilen Dinos, die auf Land sind, die können wir so langsam echt abhaken. Und wir können uns demnächst dem Farmen der Meeresdinos widmen. Meeresdinos. Ja, wobei ich nicht genau weiß, ob wir da an so einer geilen Stelle sind. Denn ich weiß nicht, ob man die Meeresdinos wirklich in diesen See vor unserer Base hinbekommt. Ja, wenn, dann müssen wir den mit dem Quasar in den See vor uns... Alter, der Frosch ist ja richtig fresh schnell. Müssen wir den da hintragen? Wir sind jetzt ja ein bisschen mobiler damit. Was ist denn hier los? Diese scheiß Schlangen hier. Also was meinst du jetzt mit schwarzen Steinen? Die sehen so aus wie die Metallsteine, nur in schwarz, oder was? Die sind komplett schwarz, ja. Die wirst du schon erkennen, wenn es soweit ist. Ey, ganz ehrlich, ich dachte, der Sumpf wäre voller Insekten, aber Pustekuchen, Alter, hier ist ja nichts. Da sind ja mehr Insekten wirklich auf ganz normalem Land. Bitte, bitte. Im Wald, also ich bin jetzt hier auf dem Berg und hier sind Crystals, aber... Nee, das sind richtige Steine. Muchachos, wenn ihr Möglichkeiten kennt, wie man noch Obsidian farmen kann, dann schreibt es in die Kommentare, das ist irgendwie der der einzige Weg, den ich kenne. Witzig! Mach ich mal auf dem Weg zum nächsten Berg. Wie soll ich die Insekten denn angreifen, wenn die in der Luft sind und der Frosch kann nur mit seiner Zunge den Boden wegzüngeln? Kein Problem, ne? Jetzt züngel ich erstmal mit ein paar Schlangen rum. So, eine haben wir. Aber es kann doch eigentlich echt nicht sein, oder? Der Frosch muss doch auch Insekten angreifen können. Das ist doch... Ja, geht's echt? Wow, ja, wie viele sind hier? Wow! 20 Cementing Paste Insta. Okay, Muchachos, ihr seid die geilsten. Ihr seid die geilsten. Okay, jetzt backt so ein scheiß Insekt in mir drin, deswegen 40 Cementing Paste. Okay, das geht eindeutig schneller als zusammenzufahren mit... Wie geht denn das eigentlich? Ich weiß es ja nicht. Ey, Kollege, also ich habe eine Nachricht durchzugeben. Ich habe gerade ein Argentavis hier in der Luft gefunden, ohne Sattel. Der gehört dem Tribe of die Schleusengö. Schleusengöng vielleicht oder so, keine Ahnung. Ja. Level 90, also auch gar nicht so low. Der befindet sich in der Luft bei den Koordinaten 34,8 und 70,9. Also wer von der Schleusengö seinen Argentavis vermisst. Schaut mal hier vorbei. Der schwebt. Es ist nicht tot, also.
Seid unbesorgt, natürlich, Muchachos, beziehungsweise Muchacho, wenn du das jetzt hörst. Du solltest dich beeilen, weil ich glaube, die Argentavisse, die verhungern auch ziemlich schnell. Oh, ein Ei! Da haben wir ein Ei! Alter, ich bin hier so krass. Titanboar-Egg, cool, Nebel, Alter. Geile Sache. Ich sehe nix. Ich muss mal landen mit dem Quasar. Okay, also wie viel Cementing Pass haben wir jetzt schon gesammelt? Das war jetzt eine... Oh, Alter. Das war aber echt schon eine Insektenarmee, aber 68 Cementing Pass. Geschenkt. Also super geiler Tipp, Muchachos. Und da haben wir schon den nächsten. Wo war er? Wirklich, wenn man einen Insekt findet, dann kommen irgendwie aus allen anderen Richtungen... Jetzt nochmal ein Sarko, du wirst weggeschlungelt von mir. Der Quasar kann ja nicht mal angreifen, ne? Mit der Vergewaltigungszunge? Nein, nicht! Nee. Sag, guck mal, ich komm gerade so ein Miniskorpion zu mir, Alter, und ich muss wegfliegen mit dem Argentavis. Das ist natürlich Käse. Ah, hier habe ich einen Stein, der ist ziemlich schwarz. Ist gucken aber ein bisschen unlogisch, weil Quetzal ist Fleischfresser und sie können nicht angreifen. Fehler in der... Achso. Matrix. Muchachos, hier haben wir nochmal Spezies X-Sam. Oh, oh! Wo bist du? Jump doch nicht rum! Titanboar! Oh, 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 wenn ich jetzt voller Torpor bin, dann bin ich richtig im Arsch. Dann bin ich tot. Okay, da habe ich irgendein Rezept bekommen. Da ist der Croco, der will mir auch wieder ins Leder. Den rasieren wir mal schnell weg. Los, Frosch! Züngel, züngel, züngel! Jawoll! Die haben schon ein paar Menschen hier auf dem Gewissen gehabt, diese Crocodiles. So. Neu formatieren und weiter geht's. Aber ganz ehrlich, wie viel habe ich jetzt von denen bekommen? Ich glaube kaum was. Doch, 84! Das geht so geil schnell! Ey, die sind so... so schwierig zu treffen, einzelne Insekten, deswegen... darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. So, ein Insekt da... Bitte! Ein Insekt da jetzt noch wegzuschlecken, das ist irgendwie zu viel Aufwand für ein paar Cementing Pace. Wir brauchen wieder so eine ganze Armee von Insekten. Okay, so wie es aussieht, der Quasar selber greift schon an. Also doch. Man selber kann aber nicht mit ihm angreifen. Oder ist er nur... Quasar ist in die Luft geflogen, ist jetzt noch gerade nichts mehr. Was haben wir denn hier? Gehört das auch jemandem? Günther, Level 39 von ganz okay 2. Wenn du deinen komischen Flugsaurier suchst, der ist mitten im Sumpf. Der wurde noch nicht aufgefressen. Also du solltest dich auch beeilen. Der Sumpf ist ja nicht unbedingt mit wenig Tieren geschmückt. Da ist ordentlich Action. So, und ich glaube, hier finden wir auch ein paar Insekten in der Nähe des Sumpfes. Und was ich noch gelesen habe in den Kommentaren, Muchachos, mit den Giganoto-Eiern, die wir jetzt ab und zu bekommen, können wir richtig freshen Oviraptor zähmen. Ich glaube, es reicht sogar ein Giganoto-Ei. Das wäre richtig awesome. Ehrlich? Ein Ei schon? Habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist alles immer ohne Gewehr. Ich weiß nicht, ob uns da Käse erzählt wird. Aber es wäre natürlich schon fresh, ne? Unser Oviraptor wurde uns ja, ich weiß gar nicht, gekillt wurde, geklaut wurde. Er ist einfach... Oh, da haben wir wieder ein Insekt. Wir hatten keine Anzeige, dass er gestorben ist. Er wurde wahrscheinlich entführt und... Ich weiß gar nicht. Ich habe in den Tri-Block geguckt dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob der gekillt wurde oder nur weg. Ey, ganz ehrlich, diese... Yo, was ist denn hier schon wieder für eine Party, Mann? Man bleibt kurz irgendwo stehen. Noch eine Titanboar! Nee, doch, drei Stück. Schleck! Los! Gibt es eine Pokémon-Attacke mit der Zunge? Schlurp! Schlurp! So heißt zwar das Pokémon, aber ich nenne die Attacke jetzt einfach mal Schlurp. Das hört sich cool an. Deko, du bist der Pokémon-Pro. Bin mir gerade gar nicht... Also es gibt Schlecker. Doch, es gibt Schlecker. Schlecker! Ja, jetzt kommen hier die ganzen Insekten hier. Ganz ehrlich, die kommen erst an, wenn hier richtig gekämpft wird. Und jetzt geht's wieder ab. Und zwar, Schlecker ist eine Unlichtattacke. Unlichtattacke. So genau wolltest du nun auch nicht wissen. Ey, weißt du, wer die Balls hat, der muss sie auch raushängen lassen. Nice, wieder 44 Cementing Paste. Nice! Es läuft einfach Zucker.
Wahrscheinlich hat Also die Bo Muchachos, wenn ihr die Balls habt, dann macht die Reißverschlüsse auf und lasst sie raushängen. Wir haben Wer die jetzt Balls hat, muss sie auch zeigen können, so ist das. 152. Alter, wie viel Crap haben wir denn hierbei? Soll ich eigentlich auch Metal mitsammeln, oder? Ja, Metal haben wir auch nicht mehr so viel. Also ich habe jetzt nur Metal mitgebracht, was so außerdem noch in den Obsidian-Steinen drin war. Ja, aber jetzt okay. Natürlich auch überall Metal-Steine. Ich glaube, die hau ich auch mal weg. So, wir hauen mal Gamma wieder auf 3. Es wird nämlich langsam Nacht. Die Zeiten, wo man das noch nicht wusste, dass man Gamma hochstellen konnte. Alter, da war Ark echt noch ein düsteres Spiel. Ja, da hieß Nacht direkt Crafting-Zeit, sonst kann man eh nichts machen. Oh yeah. Schon wieder eine Armee von Insekten, die man nicht angreifen kann, weil sie in der Luft sind. Ganz ehrlich, gerade mit dem Frosch müsste man einfach Rechtsklick drücken können. Warte mal, ich weiß, wie es geht. Ich greife hier den Sarko an und dann ist hier gleich wieder Party. Also bleiben sie... Ey, ganz ehrlich, die riechen den Kampf. Die greifen erst an, wenn hier richtig Party ist. Das sind richtige Party-Insekten. Wieder 28 Cementing Paste. Ganz ehrlich, Deko, was wir damals immer mit Mortar und Pestle gemacht haben, das war so verschwenderisch. Na, ich weiß gar nicht. Ich meine, es braucht ja nur Chitin und Stein. Echt? Also so hoch sind die Anforderungen an bei Cementing Paste jetzt auch nicht. Dein Ernst? Ja. Das hast du ja immer gebastelt. Ja, dann fresh. Ich habe das Chitin in letzter Zeit immer weggeschmissen, weil wir das einfach nicht brauchen. Aber ich habe jetzt auch wieder... Kriegst du eigentlich mit dem Frog noch Chitin? Ja, ich habe jetzt schon fast 300 Chitin. Eins, ja. Also was jetzt Cementing Paste angeht, ich weiß ja nicht, wie teuer das ist, Deko. Kannst du nochmal schnell in deinen schlauen Taming Calculator, nee, nicht Taming, in deinen Bau Calculator gehen und schauen, was denn so ein Elevator Track kostet? Oder geht das nur im Fabricator? Der geht nur im Fabricator. Ach so, okay. Wir brauchen noch über Electronics. Und genau, Polymer genau. Und Metal. Oh, hier haben wir wieder ein paar. Aber wir können hier gerade leider keine Party machen. Obwohl. Was kommt da angestampft? Wir könnten. Ja, wir schlängeln jetzt einfach mal den hier an. Die Party-Insekten werden gleich wieder folgen. Gleich kommen sie wieder aus allen ihren Löchern. Alter, wie ich hier einfach mal nichts machen kann. Oh! Oh, mein Frosch kriegt langsam Torpor. Wahrscheinlich habe ich gegen zu viele Schlangen gekämpft. Ganz ehrlich, wenn man gegen so ein dickes Monster kämpft, ne, dann ist plötzlich kein Party mehr, oder was? Weil gegen so einen... Den will ich eigentlich gar nicht angreifen. Das dauert viel, viel zu lange. Wir hauen die erstmal wieder ab. Der würde uns nämlich, glaube ich, ein bisschen rasieren. Ja, dann was hast du denn, ne? Ja, gegen diese ganz normalen Sumpfpferde. Ich habe Lust, gegen die zu kämpfen, weil gerade mit den Update dauert das jetzt noch länger. Oh, stimmt, ey, das ist so behindert, ne? Diese Sumpfpferde waren früher so geil. Mhm. Einfach schön wegschnetzeln, Alter, scheiß drauf. Und mittlerweile kann man sie auch noch wegschnetzeln, aber es dauert halt so scheiß lange. Ja, das ist das Ding einfach. Also ich bin auch ganz klar dafür, dass sie die Attack... Damage-Graphen wieder nach oben ballern und... Schon wieder... Ich das wird wieder sogar, eine Party gehen, Muchachos. Ich bin sogar tatsächlich für ein volles Dings hier, also wieder 100%. Schling. Ich fand's eigentlich echt nicht nötig, den Scheiß. Was? Wobei man auch sagen muss, wir sind ja auf einem Server, auf dem echt wenig PvP gemacht wird. Ja, das stimmt. Deswegen weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es auf anderen Servern, wo PvP hochgehalten wird, dann richtig krass, wenn da ein Dino ankommt, ist wahrscheinlich direkt sensitiv. Ja, das denke ich nämlich auch. Das ist nämlich, wo du jetzt schon wieder beim Server bist, nachdem ich hier gerade mies am Fighten bin. Oh, das Sumpfpferd verfolgt mich immer noch. Okay, wir haben wieder ein bisschen Cementing Paste. Oh ja, komm, jetzt kommen sie wieder aus den Löchern. Jetzt kommt wieder Wobei aus den man Löchern. Ja, das ist auch was, finde ich, was man die Serverbesitzer sogar, finde ich, einstellen lassen könnte. Das ist gut, ja, das wäre die Stadtratio von. Alter, was ist hier für eine Party, Mann? Los, alle auf das Sumpfpferd, tötet es! Alter, die Schlangen sind jetzt mit mir, die Krokodile sind mit mir. Nice. Dann was willst du tun? Ohne einfach sagen, ey, bei uns gibt's 100% bei den Dinos, die machen 100% Schaden. Andere sagen, ey.
Wir haben PvP mehr ausgelegt auf Mann-gegen-Mann-Kämpfe. Bei uns machen die Dinos nur ein Drittel Schaden, wie auch immer. Genau. Das finde ich ist eigentlich eine frische Idee. Also, Leute, wer macht nochmal Ark? Wer macht Ark? Ihr sollt mich einstellen. Ja, das ist Entwicklerstudio, aber ich glaube nicht, dass du die jetzt hier ansprechen kannst. Bitte? Oder was meinst du? Was willst du? Wen willst du denn ansprechen? Ja, die Entwickler von Ark. Achso. Genau, John, schreib dir mal eine E-Mail oder so. Keine Ahnung, die sollten die Idee für 1000 Euro abkaufen, dass man die Startratios und Servereinstellungen machen kann. Aber wie gesagt, das ist ja alles noch Early Access hier. Das ist noch alles in der Mache. Vielleicht ändert sich das ja oder lassen die noch irgendwas ändern. Das kann natürlich auch sein. Weil die Community, die mischt sich da natürlich auch immer gerne ein. Und wenn die dann Feedback hören, so, ey, das ist alles voll Käse, dann werden die das, denke ich, auch mal wieder zurück. Ja, nur das Feedback hatten sie ja jetzt schon, ne? Ja, da sind sie auch ein bisschen drauf eingegangen, habe ich gehört. Ja, dezent. Wenn du jetzt denkst, dass sie jetzt schon drauf eingegangen sind, das bedeutet, dass es vorher noch behinderter war, dann weißt du aber schon mal Halleluja. Leute, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. So, also wie gesagt, die Cementing Paste. Was ist denn hier los? Das reicht mir erstmal, ich baller dann. Hier sind so viele Leichen. Wir ballern dann nochmal den Mortar. Oh nein, Mortar und Pestel noch ein bisschen mit Chitin und Stein voll. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Unseren Auftrag haben wir dann erledigt. Ich hoffe, Deko. Oh, die Sonne geht gerade auf. So, nochmal ein Titan Boar Egg. Wir sind gerade echt Party. Weiß gar nicht, man braucht. Ich habe gerade 73 Metal von einem Stein bekommen. Bäm! Das ist doch richtig nice. Das ist unnormal krass. Wie viel Scheiß braucht man nochmal für, was ist das, Polymer, glaube ich, brauchen Obsidian für, ne? Ey, wo laufe ich denn gerade lang? So, bin ich hier richtig? Wieder komplett falsch. Okay, Mabossa und seine Navi-Kenntnisse sind einfach overpowered. So, war da gerade Insekt? Jawoll! Kommen Sie zu fucking Daddy! Das war schon? Naja, okay, weiter geht's. Wow! Pff, nein! Okay, wir sind hier runtergefallen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und Muchachos, wenn ihr nicht wisst, was das hier eigentlich ist, da konntet ihr damals, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, euren Charakter speichern. Und wenn das auf manchen Servern eingestellt war, konnte man den somit auf einen anderen Server transferieren. Das war mit dem Charakter möglich, das heißt, du hast die Level dann übernommen. Und auch mit den Dinos. Habe ich noch nie getestet mit den Dinos, aber da gab es auch die Auswahl. Aber die meisten Server haben das deaktiviert, weil wenn du auf so einem Low-Bob-Server dich einfach so krass hochspielst, ja, wenn du auf Level 100 und dann plötzlich auf so einen normalen Server gehst und die dann alle wegrotzt, das ist ja auch irgendwie nicht so. Ja, oder wenn du auf einen Server gehst, der gerade neu aufgesetzt wird, gerade neu gestartet. Eigentlich dann aka nicht. Ja, deswegen. Oh, nice! Noch ein Ei! Was ist denn hier los? Sind schon Ostern hier oder was? Ey, ich habe jetzt 200 Obsidian. Ja, 200 ist doch schon mal nice. So, da ist schon wieder ein Alpha Raptor. So, hier glaube ich hoch, dann sind wir schon wieder zu Hause. Ja. Alter, Obsidian ist so scheiß schwer, ne? Aber Quetzal, wie viel lässt sich damit tragen? Der Quetzal kann jetzt gerade 836 tragen. Deko, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich bin allerdings jetzt gerade zu schwer. Ich muss von dem Metal was entsorgen. Kann ich jetzt wieder fliegen? Jetzt Jump. Kann ich fliegen. Allerdings bin ich im Schneckenmodus. Jawohl, nice, okay. Der Frosch ist auch so geil schnell. Ich glaube, mit dem Frosch können wir sogar, Deko, oh, die Select ist, next level, die Torpon ja auch. Vielleicht können wir mit dem Frosch ins Wasser schwimmen und so einen Megalodon oder so einen Delfin mal zähmen. Frösche, Torpon. Ich glaube schon. Muchachos, schreibt es mal in die Kommentare. Kann man wirklich mit so, wenn man so eine Boa hat oder so einen Frosch, kann man da wirklich Dinos tamen? Genau, schreibt das mal in die Kommentare. So, und ich hol jetzt die ganze Zementing-Kacke erstmal raus. Was haben wir da? 10, 100. Ja. Da muss doch nochmal irgendwo 100 sein, oder? Jawohl. 210 Zementing-Paste. Ich glaube, das ist gar nicht so kacke. Also, Deko, wollen Sie mal zurückkommen?
Ich bin gerade auf dem Weg. Super. Und ich habe jetzt ja auch gelernt, wie man Cementing-Paste machen kann. Deswegen kann ich ja mal nachschauen, ob das dann wirklich so einfach ist. Cool, wir haben schon fünf. Ey, wir haben so eine Eierfarm hier. Echt geil. Was haben wir für ein was? Fünf T-Rex-Eier. Denke mal, mit den T-Rex-Eiern müsste es auch ganz gut gehen, eigentlich so ein Oviraptor zu tamen. Chitin und acht Steine. Acht Steine braucht man für einen Cementing Paste. Das ist schon ordentlich. Zwar auch schnell gefarmt. Aber trotzdem muss es natürlich erstmal machen, ne? So, die Kohle, die da drin ist, die hauen wir mal weg. Die haben so viel Kohle. Wofür brauchte man die Kohle eigentlich? Die braucht man für Gunpowder. Das brauchen wir auch mal langsam wieder. So Munition, Munition, deswegen schmeißt es nicht weg, sondern legt, packst Spaß irgendwo, was weiß ich. So, oben haben wir Steine. Dann gehen wir mal schnell hin. Hier Ich sehe die nicht. Base schon. Hier haben wir noch mal Chitin. Wo haben wir denn Steine? Fiber. Ah, hier haben wir es. So, wait, wie viel können wir tragen? Jetzt sind wir encumbered. Und dann warte ich nur noch auf den lieben Deko und dann kannst du schon anfangen, die ersten Teile zu basteln. Und da haben wir Ja, Bruno mit der Swag-Brille. muss Nice. erstmal bauen, glaube ich. Wir brauchen ja Polymer. Ja, okay. Kümmere ich mich sofort drum. Electronics haben wir, glaube ich, noch irgendwie. 26 nur? Ach so, wegen den Steinen. Okay. Narkotik habe ich jetzt 100 Milliarden dabei. Packe ich mal hier ein bisschen rein. Bam, 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 bam. Diese Samen brauchen wir gar nicht, ganz ehrlich. Die findest du en masse überall. So, den ganzen Kack weg. Und dann schauen wir mal, was wir für Polymer denn bräuchten. PlayStation One, lololol, Digga. So, Obsidian. Warte mal, Electronics brauchen wir. Siliziumperlen und Metallingots. Okay. Dann machen wir das erstmal als erstes. So, Obsidian sind wir hier drinne. So. Und so. So, Deko. Alles wird hergestellt. Bitte kümmern Sie sich. Und wieder ein Ei. Nee. Ach, das war der Arsch von der Ziege, ey. Bitte. Ich will aber auch noch mal eine coole Swag-Runde mit den Quasar machen. Hast übrigens das Tor vorne aufgelassen. Was habe ich? Das Tor. Ist doch nicht so schlimm. Machen wir kurz. Ey, du hast da noch scheiß Zeug drinne. Obsidian. Metal. Was habe ich? Obsidian und Metal in dem Quetzal. Ach so, ja, okay, beruhig dich. Hast du es noch nicht rausgeholt? Ja, Alter. Mit 100 Obsidian bist du schon encumbered. Okay. So. Haben wir. Machen wir mal ganz, ganz soft. Obsidian. Rein mit dir. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben und holen die Metallingots hoch, schmelzen den ganzen Kram und dann schauen wir mal, wie viele Blöcke wir weiter nach oben bauen können. Das wird, glaube ich, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, GG. Das wird teuerste Konstrukt, glaube ich, in Ark. Aber wir wollten ja, eigentlich war das Zufall. Zufall? Wieso? Mit dem Weltraum. Ach so, Mit das dem war wirklich. Weltraum-Dings. Wir wollten ja eigentlich nur Lol. so einen Aussichtsturm bauen. Und eigentlich ist die Idee mit diesem krass hohen Weltraum-Fahrstuhl erst durch das Thumbnail gekommen. Da gebe ich dir recht. Aber es soll ja wirklich auch ein Aussichtsturm sein, ne? Also die Ja, Grundidee ich ist meine, ja, war sehen ja tun nicht wir dann was, grundlegend ne? falsch. Wir können ja auf eine menschliche Höhe, eine Plattform bauen und aber weiter nach oben bauen noch. Ja, genau. Ins Weltraum, in den Weltraum, ins Weltall. So, ich cruise mal mit denen vor die Tür. Vielleicht finden So. wir sogar im Weltraum, wenn wir ganz oben angekommen sind, Vielleicht Hinweise gibt auf es da irgendwelche Aliens. Alien. Ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Dinosaurier.
Aliens. Das Ding ist, wir sind ja ausgesetzt hier, scheiße. Also zumindest glaube ich, dass ich die Story irgendwie so mitbekommen habe. Die Story, die es hier gibt, dass es irgendwie mit Aliens zu tun hat. Deswegen auch unsere komischen Dinger in den Armen und diese komischen, wie heißen die Dinger? Fuck, ich kann mich nicht, doch, ich kann mich bewegen. Alter, bin ich lahm. Lass mich durch. Oh, shit, ich komme da doch niemals durch. Obwohl, Quetzal, bitte bewegen Sie Ihr rechtes Bein etwas zur Seite. Merci. Und ich habe noch so viel Narkotik, ich weiß echt nicht, wo ich das reinballern soll. Ich gebe dir das gleich mal, du kannst es in irgendwelche Schränke knallen. Und wir sind da, so. Natürlich nur 42 Holz. Hast du noch mal mehr Polymer hergestellt? Ja, habe ich. Noch mal mehr, meine ich. Ach, noch mal mehr, nee. Weil ich habe ja noch mal Obsidian reingepackt. So, hier dürften wir Holz haben. Sie. Ich wollte jetzt auch nicht alles komplett benutzen, weil ich weiß ja nicht, für was wir das noch gebrauchen könnten. Genau. Also im Moment können wir 2 Elevator Tracks bauen. 2. Weil wir kein Polymer haben. Okay. Polymer kann ich bauen. 35. Warum? Woran fehlt's? Obsidian. Ehrlich? Aber das sind nur noch 70 Obsidian, also 2 Wochen. Mhm, genau. Oh. So. Ich würde sagen, es wird eine ordentliche Farmaufgabe, wa? Deko, bist du da? Hä? Brauch dich! Wofür? Nehmen Sie bitte! Oh! Alter, ich muss unbedingt Gewichtheber werden. Das ist doch unglaublich, wie viel Kilo ich hier mit mir trage. Aber Metallingots haben wir echt genug, weil ich dachte, es scheitert an dem Metall. Noch, wir können ja immer gar nicht so viele Dinger bauen, weil halt Obsidian so krass fehlt, beziehungsweise Polymer so krass fehlt. So, okay. Ist drin, das wird jetzt erstmal durchköcheln. So, Muchachos, sind wir dann auch schon jetzt bei genau 27 Minuten. Das ist eine coole Zeit. Wir haben diesmal ein bisschen viel gefahren. Danke für den Tipp mit der Cementing Paste. Da habt ihr uns echt ordentlich viel. Ey, du Ficker! Du kannst eben noch den Elevator höher bauen, oder? Beruhigen Sie sich, ja, mache ich auch. Dann geht mir die Scheiße. Warte. Hab ich. Ich hab sie. Warte, einer baut gerade noch. Der wird jetzt gebaut. Nice, 4 Dinger. Also, lasst uns. Achso, bin ich eigentlich wieder atmen? Kann ich wieder alles machen, ja, ne? Ja, bist du. Okay, sonst hätte ich wahrscheinlich die Tür noch gar nicht öffnen können. So, Muchachos. Der sieht noch so winzig aus. Dann wollen wir mal nach oben. Wait! Wir fahren ohne Deko! Ohne den Deko! Verzieh dich, du warst da unten! So, ab geht die Luchi! Ey! Oh. Du bist so nervig, ey! Ey! Wir werden die Folge so niemals fertig machen! Hallo! Hören Sie auf! Wir bekommen die Folge so niemals fertig! Hallo! Ich will doch nur nach oben! Ey! Ja, jetzt fahr doch unten, ey! Was bist du für ein Sturkopf, Mann? Wo bist du? Wo bist du? Ist doch alles schön, jetzt können wir gemeinsam nach oben fahren. Lass mich ruhig. Scheiß da noch hier auf den Fahrstuhl. Ich hab auf den Fahrstuhl geschissen? Ja, hast du. Ist nix. Ja, ist wahrscheinlich weggebröckelt. Alles blitzeblank sauber hier. So, jetzt während wir nach oben fahren, müssen wir das weiterbauen. Ganz ehrlich, okay, für eine halbe Stunde Arbeit, 4 Dinger nach oben, ist jetzt nicht die Welt, aber wir kommen unserem Ziel näher. Kann es sein, dass du ein Ding abgebaut hast? Nein. Da sind nämlich... Nein, habe ich nicht! Nein, du hast... Ey, du bist so ein Fickkopf, ne? Der Scheiß ist so teuer und du verkackst, weil du zu gut bist. Ich wollte es richtig swagmäßig beim Hochfahren bauen. Vielleicht ja, jetzt hast du richtig schön swagmäßig verkackt. Also, Deko, du hättest deinen Schnauzen. Wir wenden die Folge jetzt. Nächste Folge gibt's wieder aus Dekos Sicht.
Lasst einen Daumen nach oben da natürlich. Bis zum nächsten Mal, reingehauen. Bye bye, Muchachos.